Ja, der Kapitän hat das Steuer schon übernommen hier. Der Autopilot ist eingeschaltet. Und ich brauche jetzt nur auf hier das Plus zu drücken und schon beschleunigen wir hier. Gleich werden wir sogar abheben hier in unserem Old Boy. Das glaube ich nicht. Nee. Ja, ganz, ganz kurzfristig haben wir gebucht. Heute ist Montag und wann haben wir gebucht? Am Freitag, oder? Freitag, glaube ich, ja. Freitag. Am Freitag haben wir die Fähre gebucht. Eigentlich sollte es zum Daniel gehen, ans Meer, aber durch ein paar Komplikationen hat sich das alles zerschlagen. Aber immerhin hat sich ein kleines Zeitfenster aufgetan und wir können doch los, kurzfristig. Ja, und wo es genau hingeht, das verraten wir jetzt noch nicht. Das seht ihr dann später. Wir fahren jetzt hier weiter. Vor uns liegen noch etwa 9 Stunden Fahrt. Etwa 900 Kilometer. Vielleicht dauert es auch 10 Stunden. 900 Kilometer. Ja. 800. Also sind es vielleicht auch 10 oder 12 Stunden Fahrt. Naja. So ist es. Sind wir da? Wir haben es geschafft. Yes. Wir sind in Norwegen. An unserer ersten Nachtunterkunft angekommen. Die Unterkunft gibt es noch gar nicht. Ja, die bauen wir uns noch. Bauen wir gleich noch. Ganz urbanes Übernachten wird es hier heute, weil wir sind hier auf so einem verlassenen Fabrikgelände. Direkt am Meer, direkt am Oslofjord, an so einem Seitenarm vom Oslofjord. Wir waren hier sogar schon mal vor ein paar Jahren. Ja. Deswegen haben wir das hier wieder angesteuert und ja, es ist immer noch verlassen. Wir konnten hier direkt mit dem Auto aufs Fabrikgelände fahren. Ich kann ja nachher mal einen kurzen Schwenk machen. Also könnt ihr euch ja mal umschauen. Hier ist alles stillgelegt. Sehr romantisch. Äußerst, ja. Also, dahinter liegt auch alles Mögliche an Unrat verstreut, haben wir gesehen. Unsere Kloschüssel haben wir nicht mehr gefunden, gell? Nee. Die hat einer sich schon unter den Nagel gerissen von damals. Naja. Nee, aber das wird das Einfachste jetzt erstmal sein, denn es wird schon bald dunkel sein und ja. Jetzt hier noch stundenlang irgendwo was Schönes suchen, das sparen wir uns. Wir übernachten jetzt hier heute, angeln jetzt hier noch im Oslofjord, bis es dunkel wird. Und morgen dann brechen wir morgen auf, weiter Richtung Oslo und hinter Oslo. So der Plan. Ja. Mal sehen, wo es genau hingeht, sagen wir noch nicht. Wissen wir ja noch gar nicht genau. Weißt du denn schon genau, wo es hingeht? Ganz genau. Ja, das glaube ich dir nicht. Doch, so eine grobe Richtung. Grobe haben wir. Richtung haben wir. Wir haben auch schon so ein Gewässer im Blick. Das müssen wir uns nochmal dann direkt vor Ort ansehen, ob das dann wirklich was ist für uns. Ja, aber jetzt. Jetzt sind wir erstmal hier gelandet. Insgesamt 1100 Kilometer haben wir in Summe. So und knapp sind es gewesen. Ohne Zwischenfälle. Wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Da würde ich sagen, trink mal einen drauf. Ja, ich habe eine absolut trockene Kehle schon. Von der Fährfahrt, von der Klimaanlage der Fähre, die hat einem ja ganz ausgedörrt. Ich habe mich immer mal erwischt, wie ich so eingenickt bin, dass ich da so lag und habe hier diese Luft pur eingeatmet. Also hier ohne Filterung durch die Nase, direkt hier durch den Hals
Vielleicht auch mit dem Ausatmen, mit dem leichten Geräusch. Ich weiß ja, das Umfeld hat mich jedenfalls nicht geweckt. Also ich habe geschnarcht, weil ich bin nämlich von meinem eigenen Schnarchen wach geworden. Das ist egal. Also das war mir wurscht. Wir haben ja wunderbar geschlafen. Also das war ja perfekt. Ja. Also die Fährüberfahrt war traumhaft. So, bevor du jetzt weiter babbelst. Und ich ganz vertrockne. Oh, hier. Ach, und noch. Das ist ja noch richtig frisch. Endlich jetzt mal. In unserem geschmuggelten Bier. Ja, ja. Nee, das war alles rechtens, was wir hier drin haben. Alles rechtmäßig dabei. Den vor uns haben sie rausgewunken. Und wir sind haben das genau richtig direkt durchgefahren. Die haben gesehen, alles klar. Ihr habt's eilig. Freifahrt bitte. Also, dann. Skål auf Norge. Ja. Boah. Der Körper zieht richtig Wagyu, gell? Du merkst du richtig viel. Erstklassig. Ach, das gefällt mir doch schon wieder. Nachher machen wir hier schön Feuer in der Fabrik. Ich werde mal das Sägewerk anschalten nachher. Mal gucken, ob es noch läuft. Da hinten ist ja noch so ein verlassener Kutter. Da könnte man auch mal so ein bisschen drauf. Ach, ich glaube. Der ist nicht mehr ganz so seefest. Der Kutter, den kann man auch mal dann. Vielleicht sieht man sogar nebenseitlich hier an uns vorbei. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn ich heute eine Meerforelle fahren sollte. Von dem Kutter, vom Kutterdach im Salto hier Bauchplatscher da rein. Dann gehe ich morgen hier baden. Ja, gut. Kannst ja machen. Hinter dich ja keiner dran. Aber die Meerforelle muss größer als 40 cm sein. Gut. Sei dir gegönnt. Gut. Ich hatte ja schon etliche Bisse, ich habe ja schon mal vorgetestet. Ja, das war ja nichts. Aber das waren lauter ganz, ganz kleine. So, so einen Nachläufer hatte ich. Bestimmt so ein Barsch. Bass. Da Cliff. Ich ja größere Cliff. Köder dran. Cliff Bass. Ich habe ja dann Nachläuferhaken aus so einem 16er Brassenhaken noch gebaut. Aber da blieb auch nichts hängen. Oh je. Ach, egal. Gut. Wir schalten jetzt hier aus, trinken das Bier all und dann angeln wir noch ein bisschen. Genau. Ich laufe dann hier ein bisschen. Ich muss erstmal meine Schuhe suchen. Eigentlich müssten wir auf die andere Seite, weil da scheint die Sonne drauf. So weit laufe ich nicht mehr. Fisch! Der erste Meeresfisch im Urlaub. Schaut ihn euch an. Ja. Voll zugeschnappt. Petri Heil.
ist eine sehr knusprige. Hat den Joker gezogen eben. Ist immer mal so eine dabei, gell? Die hat sehr viel Härte. Mit Perlen drin. Nur es erwischt gar keine Perlen, oder? Doch. Oder stückst du die ganz? Mhm. Auch. Wir sind zurück. Für uns heißt es guten Morgen, denn wir sind jetzt gerade aufgestanden und jetzt fahren wir ans eigentliche Ziel, würde ich sagen, oder? Vielleicht mit einem kleinen Zwischenstopf. Stopf. Ja, an einer Meerenge wollen wir mal kurz reinschnuppern und die Route mal reinhalten und gucken, ob da mehr geht. Ich habe ja 10 Fische schon, also bestimmt 10 Fische gefangen. Die habt ihr ja gar nicht alle gesehen. Ich habe dann die Kamera einfach ausgelassen, auch weil der Akku eigentlich leer war. Wir hätten auch mit Makroaufnahme filmen müssen. Ach, nicht ganz. Der letzte war schon ganz schön kapital. Das war nämlich so eine Grundel hier. Aber ich habe 3 verschiedene Fischarten gefangen. Ich habe Lippfisch gefangen, dann Grundeln und ich glaube, das waren so kleine Pollacks oder kleine Köhler. Ich weiß ja, die waren noch so klein. Die konnte man noch nicht so genau zuordnen. Die waren so groß. Ja, immerhin, Fisch. Ja, Fisch ist Fisch. Die Muschelfahne haben wir auch gut vertragen. Es hat zwar ein bisschen neben mir mal gebrummt, also mal. Aber es warm gemacht im Schlafsack. Ja. Ja, jetzt fahren wir, wie gesagt, an eine Meeresenge, an einen Straumen. Da soll es angeblich ganz gut sein. Wir gucken mal, ob wir zur richtigen Zeit da sind. Gerade wenn das Wasser entweder rein oder raus drückt, kann aber auch sein, dass jetzt irgendwie ja, gar nichts passiert. Und danach geht es dann weiter, aber wir verraten immer noch nicht wohin. Jedenfalls geht es erstmal Richtung Norden, jetzt von uns aus gesehen. So sieht's aus. So, jetzt wird es dunkel, hier kommt ein Tunnel. Also, bis später. Hallihallo, das Boot ist aufgepustet und ich bin außer Puste. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt eigentlich der Urlaub erst. Ja, alles andere war ja Vorgeplänkel. Ja. Ach ja, bis wir endlich hier irgendeinen Weg ans Wasser gefunden hatten. Oh. Ja, das ist jedes Mal ein neues Abenteuer. Hm. Aber mittlerweile gibt es ja hier Google,
Da kann man schon mal so ein bisschen vorab gucken. Und trotzdem fährt man dann irgendeinen Weg rein und dann ist Feierabend. Ja, unser Google vorab gucken hat an einer Schranke geendet. Ja. Da ging es nicht weiter. Also mussten wir komplett dieses Delta umfahren. Hat uns wieder 2 Stunden gekostet. Aber jetzt sind wir endlich hier, wie ihr seht, am Wasser. Wollen wir jetzt auch verraten, wo wir sind? Ja, also jetzt hier direkt das Wasser, wo ich schon durchgestappt bin, das ist Glommerwasser. Genau, wir sind an der Glomma. Und zwar, die Glomma, wer es nicht weiß, ist Norwegens längster Fluss. Und das hier ist ein ganz kleiner Seitenarm. Kleiner Deltaarm. Von der Glomma. Und wir werden uns jetzt hier ins Glomma-Delta stürzen. Stürzen, ja. Und zwar mündet die Glomma in den Øyeren und der Øyeren ist der 9. größte See von Norwegen. Also ein Riesenteil, 165 Kilometer Uferlänge. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Keinesfalls. Ich hoffe, dass wir hier in ein paar Kilometer unser Lagerplatz finden. Das ist noch alles offen, da wissen wir noch gar nicht, wo wir lang müssen. Also eins steht fest, wir müssen hier ein Stückchen diesen kleinen Arm hochfahren. Und dann links runter in einen größeren Arm. Und der ist dann, ja, da schließen sich so ein paar Inselgruppen an. Also Inselgruppen, das sind ja schon Festlände, landete. Ja, und da suchen wir uns irgendwo, ja, vielleicht hoffentlich auch so ein schönes Ufer wie hier, wo man so leicht mit dem Boot wieder, ja, landen kann. Ich denke schon. Und da müssen wir jetzt aufbrechen. Sieht alles sehr, sehr sandig aus hier. Denn in 2 Stunden, maximal 3 Stunden ist es dunkel. Ja, auf. Auf geht's. Ah, ja. Das erste kleine Jede. Erster Wurf mit dem Wobbler. Bei mir ist noch dünn. Aber ich hole mir auch noch was. Jetzt ist der Bann gebrochen. Jetzt fange ich auch mal an. Massengeburt. Mein erster Eierenfisch überhaupt. Ganz so ein Barsch hier. Krass. Haben wir heute schon den Wolf geangelt. Schönes Kerlchen. Der ist klasse. Und was kommt da jetzt mit? Oh, da hat er was. Oh. Schöner Barsch. Jetzt leckt mich im Arsch. Ach du Scheiße. Der hat ja noch mehr. Boah. Yes. Spinner wollen sie haben. Der ist ja noch eine Kante größer. Krass.
Jetzt einmal drauf und dann kurz gehen gelassen und dann nochmal. Bam! Sauber! Petri, heil! Ja, vielen Dank! Klasse! Bei uns geht so langsam die Lampe aus. Die Kraft lässt nach. 2 Tage liegen hinter uns, gell? Lagersuche. Ja gut, 2 Tage sind wir jetzt in Norwegen. Ja, und so lange suchen wir auch schon eine Bleibe. Das stimmt. Die haben wir leider noch nicht gefunden. Heute sind wir 10, 15 Kilometer mit unserem Motorbootchen hier rumgefahren. Gut, ein Lager hätten wir gehabt, allerdings ist das mit dem Boot 1/2 Stunde zu fahren, locker. Und wir müssten 3-mal fahren. Ja. Das rentiert sich nicht. Also 1/2 Stunde einfach hin, ja, ja. Dann 1/2 Stunde zurück, ist 1 Stunde, also das Ganze... Nee, unmöglich, nein. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja hier das komplette Gebiet abgediepert zur aktuellen Zeit. Absolut fischleer. Ja. Also unvorstellbar. Also wir haben jetzt hier wirklich wie eine Badewanne. Einen großen Teil des Deltas, also nicht alles logischerweise, aber schon einen großen Teil abgefahren, abgeworfen, geschleppt mit allem möglichen Mikrogummifischen bis zu dicken Lappen, Wobbler, Spinner, alles. Also hier war gar kein Fisch.
Die einzigsten Fische, die jetzt kamen, die waren dann wirklich im euren, also im offenen Teil. Ganz am Ende hier vom Delta, ja. Und das ist eher Unmengen zu fahren. Wie gesagt, wir sind heute die eine Insel um, also einmal umkreist. Ich glaube, die, ich weiß gar nicht, wie lang die überhaupt ist. Also jetzt aktuell von hier bis zu dem offenen Teil zu fahren, glaube ich, sind so anderthalb Stunden, tja, mit unserem Boot. Ja, ja. Und da haben wir ja schon nicht langsam gemacht. Nee. Und deswegen haben wir uns überlegt, also wir schlafen heute Nacht nochmal hier direkt, wo wir auch gestern angekommen sind, und werden morgen früh hier alles abschlagen, alles abbauen. Boot ablassen, Motor verpacken. Wieder alles ins Auto rein. Oh. Werden dann 50 Kilometer runterfahren, also Richtung Süden. Und da sind wir dann ungefähr auf der Mitte des Öhren. Hm. Der ist verdammt groß. Ja, ja, also das sieht auf dem Google Earth Bild gar nicht so sehr aus, wie massiv sich hier diese Wasserfläche doch erstreckt. Aber so ist es. Sind ganz genau, was wir uns jetzt rausgesucht haben, 48 Kilometer bis dahin. Ja, aber es hat ja gezeigt, der offene Teil von dem See, das war der einzigste Fischbringer dort. Ja, ich glaube auch wirklich, hier oben ist halt wirklich überwiegend flach, sehr, sehr krautig. Und ich glaube, die Fische kommen hier, gerade die Hechte kommen hier dann halt zur Laichzeit hoch. Auf jeden Fall, da bin ich überzeugt davon, dass sie hochkommen. Ja. Aber immerhin schöne Barsche hat sie doch gehabt. Mensch, ja, was für Klopper. Auf den alten, verrosteten Spinner. Der geht immer. Ja. Ja, sehr schön. Aber die sind gut eingeschlagen da drauf. Mhm. Das ist auch mein Lieblingsspinner. Ja, da habe ich doch ein paar. Da musst du acht geben. Die habe ich in Silber und in Gold. Aber leider habe ich nur einen einzigen jetzt mit. Ja, ich, siehst du, deswegen hatte ich keinen Erfolg. Doch einen kleineren Barsch hatte ich gehabt. Für mich eigentlich auch schon sehr guter Barsch. 30 war es. Mhm. Die 30 habe ich geknackt. Ja, durch Zufall eigentlich eher auch. Der Dieb hat einmal Fischsymbol angezeigt. Beep hat er gemacht, gell? Dann, oh, hier ist Fisch. Und auf einmal, prrrt, hat's schon. Das war natürlich eine andere Richtung, aber da gab's Fisch. Auch am offenen Teil. Mhm. Naja. Nee. Immerhin. Aber geschmeckt haben sie trotzdem. Auf jeden Zu Fall. Essen haben wir hier wunderbar immer. Also erst Muscheln gab's schon bei uns. Ja. Jetzt gab's Barsch. Pilz könnten wir noch machen. Machen wir noch. Ich weiß nicht, ob es da unten, das sieht auf Google, sieht es aus, als ob es da keine Birken sind, sondern ach, bestimmt, eher auch Nadelbäume. Weil hier waren jede Menge Birkenpilze, Rotkappen, also die ganzen Raufußröhrlinge, ein paar Täublinge waren hier noch, Perlpilz. Ja, mal gucken, was es dann 50 Kilometer weiter unten gibt. Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir da das Boot zu Wasser lassen und auch unsere ganze wertvolle Fracht an unseren Lagerplatz bringen. Oh yes. Ansonsten wird es spannend, wo es uns dann hinzieht. Da haben wir noch ein Ass im Ärmel, Plan B. Mal sehen, ob wir dieses Ass ausspielen müssen. Ei. Gut. Aber so ist es, wenn man halt einfach planlos irgendwo hinfährt, egal, ohne irgendwas gebucht zu haben. Ach, ist doch schön, was wir heute gefahren sind mit dem Motor. Aber genau das macht sie auch aus, finde ich. Das wollen wir ja so haben. Erstmal ist es scheiße, aber wenn man dann irgendwann zu Hause ist, denkt man dann wieder, ach, das war's. War doch gut. Das war doch gut. Na dann, also, ja, auf einen schönen Abend noch. Skoll. Skoll. Morgen gibt es endlich ein Lagerfeuer. Oh, wir riechen gar nicht nach Rauch. Ich rieche fast noch wie von daheim. Aufbruchsstimmung. Vorerst. Ist ja schon fast alles abgebaut. Ja.
Ne? Letzte das Boot und dann geht's wieder auf die Piste. Ich hole erst noch Werkzeug. Ich muss erst noch was abschrauben oder die Luft rauslassen. Ganz außer Atem. Oh. Ja, ich bin auf der falschen Seite. Ich habe das jetzt mal schnell aufgepumpt wieder. Wir haben eine Tour hinter uns. Es war schon wieder zu viel eigentlich heute. Wir haben verzweifelt nach einem Slipplatz gesucht am Öhren. Wie gesagt, der See, der ist ja riesengroß. Wir haben auch einen Slipplatz gefunden, aber keinen Lagerplatz dann. Wir haben da jetzt, ich glaube, ja, jetzt ist 4 Uhr, bis um 3 Uhr sind wir da rumgeirrt, haben überall gesucht, immer wieder auf Google nachgeschaut, Einheimische gefragt. Gute Tipps erhalten.
wirklich gut gemeinte und auch, also die haben... Da war ein älterer Herr, der hatten sogar, also da sind wir Schotterpisten gefahren, bis wir dann irgendwann am Wasser waren. Da war noch ein Häuschen, da haben wir dann gefragt, da war ein älterer Herr, der hat gerade repariert, hat gerade sein Haus renoviert. Und den haben wir gefragt, der hat uns dann ja, reingebeten ins Haus. Ja, wir waren erst mit dem Haus drin, genau. Er hat uns auf seiner Landkarte gezeigt, wo es denn geeignete Plätze gäbe. Ja. Das wäre dann ganz unten im südlichen Teil vom Öhren. Am Ausfluss von der Glommer. Ja, direkt am Kraftwerk. Da wäre noch einige Zuwegungen zum Wald auch hin, also mit Waldplätzen für Lager, was auch immer. Da waren wir auch. Ja, also das war herrlich. Auch diese Bucht war erstklassig. Nur dass nach 3 Meter der Felsen angefangen hat und dann ging es steil hoch zum Berg. Also Lagermöglichkeit, Kleid. Unmöglich da irgendeinen Liegeplatz da hinzubauen. Nee. Deswegen haben wir umgeswitcht. Wir sind jetzt hier an einem anderen See. Wir verraten auch erstmal noch nicht wo. Das gibt es vielleicht heute Abend, wenn das Die Lager Ortskundigen brennt, wissen vielleicht, wo wir sind. Fiskekort haben wir schon bezahlt. Ja. Ganz wichtig. Hier muss man Angelkarte kaufen. Am Öhren wäre es frei gewesen. Ja. Wir sind jetzt hier an einem öffentlichen Bootsliftplatz hier. Da kann man das Boot reinlassen. Und das werden wir jetzt machen. Wir beeilen uns jetzt auch schon wieder, dass wir hier im Hellen dann unser Lager noch aufstellen können. Wir müssen jetzt auf eine Insel fahren. Der See beherbergt mehrere Inseln. Wir gucken uns jetzt mal eine oder zwei an. So, dann geht's weiter. Und hier, die habe ich im Straßengraben gefunden. Die wird jetzt hier hinten platziert an unserem Boot. Haben wir extra ein Wendemanöver durchgeführt. Mal gucken, ob die hier reinpasst, ne? Ja, die stopfen wir an den Motor dann. Legst du mal da hin rein in den Kofferraum. Oder ich muss den etwas zuspitzen hier noch. Nee, der passt schön in den Motor. Der kommt. Die Motorenhalterung kommt hier rein. Komm mal hier hin. Da, guck mal, das sieht doch schon mal das ganz gut aus. Das ist schon mal perfekt. Also, es kann ja nur noch was werden jetzt. Es wird auch. Jetzt geht's los. Ich sehe die Insel schon. 3 Stück kann man zur Auswahl. Zu früh gefreut. Oh, was war das jetzt? Oh, jetzt ist die Fahrt zu Ende. Das gibt's doch nicht. Was ist hier los? Ah. Naja, es geht weiter. Der hat einen Timer drin, der Motor. Guck mal, die Fahne lädt in Fahrt wieder. Ja, ich gebe ja gleich mal richtig Gas hier. Achtung. Das Ding hierher gibt. Wie ein Uhrwerk schnurrt das Ding. Hier ist schon mal die erste Insel. Die steuern wir an. Robinson Crusoe Insel. Bis wir da weg sind, steht kein Baum mehr da. Ich glaube, dann immer doch die nächste. Es wird flach auf jeden Fall. Kannst aber noch fahren hier. Kannst bis dahinter fahren, glaube ich. Das müsste gehen. Sieht ganz gut aus. Geschafft. Wir haben unser Ziel erreicht. Ganz außer Atem bin ich.
Du bist ja durchtrainiert, gell? Ja. Du hast noch Energie? Na klar. Da kannst du auch meine Luftmatratze gleich aufpusten, weil das fehlt auch noch. Auch das noch. Ich gehe auch noch mal hier baden. Heute aber nicht. Muss. Nein, heute rette ich keinen Badegast. Ah, endlich, endlich. Hier, zack. Die Feuerstelle dürfen wir übernehmen. Ja. Einen wunderbaren Lagerplatz haben wir gefunden. Jetzt hier direkt auf einer Insel haben wir die gefunden. Wollen wir auch schon verraten, wo wir sind? Nein. Die Insel, wissen wir noch gar nicht, wie die heißt, gell? Entweder müssen wir die neu taufen oder erstmal googeln. Ne, die hat einen Namen. Bestimmt gut. Vor allen Dingen ist die, glaube ich, 50 Meter im Durchmesser. Und wie lang wird sie sein? 100. Ja, das sind 200 Meter vielleicht. Also gut, 50 Meter Durchmesser, 70 Meter Durchmesser, 200 Meter in der Länge. Das haben wir allein für uns hier. Für uns ganz allein, komplett. Das geil. Ist krass, das wollten wir doch haben, genau so wollten wir es haben. Also oh, ich muss auf die Knie gehen. Es ist jetzt so gekommen, wie wir uns das die ganze Zeit vor dem ganzen Norwegen-Urlaub gewünscht haben. Leider hat es an dem Euren nicht geklappt, dass wir hier so ein Lager aufschlagen konnten. Weil das Gelände hat es einfach nicht hergegeben. Das Gewässer, der Riesensee hat es nicht hergegeben. Und jetzt sind wir hier an einem kleineren, wobei der immer noch. Der ist auch riesig, aber riesig der ist etwas zerklüfteter. Ja. Da gibt es viele, viele Arme, auch einige Inseln noch, auch deutlich größere Inseln wie die, aber auch deutlich kleinere. Habt ihr ja vorhin gesehen, davon das Kleine. Da setze ich dich aus, wenn du nicht brav bist. Nee, es ist genau so jetzt gekommen, wie wir uns das in den schönsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Also so toll wirklich hätte ich mir es erhofft, aber nicht vorstellen können. Wir können ja dann mal ganz kurz, da hinten haben wir unser Karpfenzelt aufgestellt. Diesjährig erstmals hier im Norwegen-Urlaub im Einsatz. Ja, das ist mit perfekt. Doppelter Hülle perfekt. Und so viel Raumvolumen, was wir jetzt da dieses Mal haben, hatte man noch nie. Ja. Also selbst mit unseren gebauten Unterständen oder Tarp-Möglichkeiten, das ist schon mal ganz, ganz safe. Hier kann also alles Wetter hier runterkommen. Wir sind sicher. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben unser Haus da hinten stehen. Einen tollen Hafen einen hier. Einen Hafen hier unten. Und ich hoffe, noch ein Gewässer, was uns Fisch bringt. Aber ich denke schon. Ach, ja, aber ich brauche keinen Fisch mehr. Wirklich, fast nicht. Also so toll, wie ich das hier finde. Aber natürlich, wenn wir ordentlich angeln gehen. Und auch Barsche fangen. Da bin ich überzeugt. Ja, du wirst hier noch einen, ich sage jetzt mal, Ü40 ja. Barsch fangen. Ja, gerne. Den nehme ich mit. Ja. Ich meine, die fange ich ja mit links. Ja, ist ja kein Problem. Wenn nicht, muss ich mir die mal fang, dann, oh, ich muss hier, ich überall. Ich muss schon wieder das Knie wechseln. Das ist auch gar nicht schwer, du musst einfach nur den Spinner dran. Ja, nehmen. Ich klaue dir, wenn du schläfst tief und fest, dann klaue ich dir mal deinen schönen, alten, verrosteten Spinner. Wobei, aus deiner Tasche. So einfach ist es dann auch nicht, gell? Du musst auswerfen und dann, also nicht einfach nur einleiern, sondern du musst die richtige Frequenz finden dann, wie du den einziehst. Also das ist schon, du musst jetzt hier... Aber ich habe doch gehört, der Spinner ist doch so ein Einstiegs... Köder, ja, wo jeder Spinner fängt immer. So heißt es doch. Spinner fängt immer. Das mag ja sein. Wenn du Glück hast. Aha. Aber die Profis, die wissen, den Spinner auch richtig einzusetzen dann. Du musst hier die örtliche Begebenheit beachten. Du musst hier die Windrichtung beachten. Du musst die Strömung beachten. Du musst die Drift vom Boot beachten. Und dann musst du auch noch die Frequenz von dem Spinnerblatt genau treffen. Ja. Weil die Barge immer wieder auf eine andere Frequenz ansprechen. Ja, das leuchtet ein. Dann werde ich mal beim nächsten Mal den Rat eines Profis heranziehen. Kannst du gerne machen. Ich stehe immer gerne zur Verfügung. Und dann, wenn du schläfst, dann werde ich den Spinner klauen. Wenn ich erstmal hier diese Grundkenntnisse dafür erlangt habe, dann greife ich zu. Jederzeit, wenn du fragst, kannst du den Spinner haben. Sehr schön. Na, das hört sich ja gut an. Da muss ich ja gar nicht viel heimlich machen. Nee. Prima. Gut. Ich würde sagen, wir machen noch mal einen kurzen Schwenk hinten in unser Haus, weil viel mehr ist hier noch nicht passiert. Nee. Gleich wird es hier kokeln. Und es wird vor allem gleich dunkel sein. Und vorher will ich hier meine Luftmatratze aufgeblasen haben. Stimmt, weil das fehlt noch. Fehlt noch, genau. Und
dass unser Bett steht da hinten. Ja. Dann kann hier das Feuer laufen und dann... So mache ich das jetzt auch. Kann ich euch versprechen, gibt es hier... ordentlich was zu sehen bei uns. Auf jetzt, Luftmatratze aufpusten. Endlich. Endlich geschafft. Das Bettchen ja. steht. Und das Lagerleben beginnt. Ja. Das erste Feuer lodert vor uns. Und ich habe was Warmes im Bauch. Oh ja, schöne Suppe gegessen. Prima. Ich habe ja nur 3 Würstchen abgekriegt. Erbsensuppe. Ey, du, mehr brauchst du ja nicht. Ich brauch nicht mehr, nee. Eigentlich reicht dir für den ganzen Urlaub so ein Kringel Salami. Und ein Stückchen Käse. Ja, und ein Stück trockenes Brot. Zwei, drei Scheiben Brot. Mehr brauchst du nicht. Ja. Der Rest esse ich dann. Ja, der Rest ist du. Gut. Wir haben ja noch eine Linsensuppe da. Ja, die können wir noch bei Bedarf auch anstechen. Die wird es morgen geben. Eventuell, es sei denn, wir kriegen hier ordentlich Fisch noch auf den Tisch. Nee, ich würde sagen, also so wie ich uns kenne, stechen wir hier morgen in See. Kommen erst in der Dämmerung wieder zurück. Wahrscheinlich in der Dunkelheit. Aber das Gute ist ja, wir haben jetzt hier die Feuerstelle, dann wird die ruckzuck am Laufen sein und dann gibt es nochmal eine schöne Linsensuppe morgen. Alles möglich. Mit Würstchen. Ja, haben wir auch. Haben wir. Klar. Also. Skål. Lass die Spiele beginnen. So. Jetzt pack doch endlich mal deine Mundharmonika aus. Hab ich doch schon. Ja, hier vom Feuer, Lagerfeuer-Feeling aufkommen lassen. Ich hab das letzte Mal vor 4 Jahren gespielt. War das? Ja, dann. Oder vor 3? Wann war das denn? 2019, oder? Das haben wir doch auch. Haben wir doch auch angefangen. Warte mal, ich muss mal gucken, wie rum es 2019, wo waren wir denn da? Das war ja das letzte Mal in Norwegen. Ja, ja. Das war am Gorningen. Gorningen, genau. Gorningen. In der Telemark. Da haben wir doch ordentlich gespielt. Ja. Also ich kann noch den einen Titelsong, den kann ich noch. Und zwar ging der ja so, glaube ich. Kannst du dich dran erinnern? Nett? Doch, du hast doch dann so, so gemacht. Genau. Und dann. Nicht so schlecht. Ungefähr war das. So, und so war es gewesen. Guck mal hier, das kriegen wir noch alles hin. Mhm. Nach so langer Zeit. Aber ich muss dir sagen, ich habe ein bisschen geübt.
Ehrlich? Zusätzlich. Ich habe sogar in dieser ganzen Zeit habe ich etwas geübt. Ach ja. Ja. Ein Lied. Ich kann auch mehr Lieder. Was hättest du denn gern mal gehört? Hättest du gern... Oh, das hört sich ja fast an. Naja, fast. Fast. Ja. Was hättest du denn gerne mal für einen Rhythmus? Willst du mal einen Blues hören oder willst du ein Volkslied hören? Nee, erstmal Blues. Ehrlich? Ich stehe eher so auf Blues. Ja, ich eigentlich auch. Deswegen habe ich mir gedacht, ich tue mal ein bisschen Mundharmonika spielen. Mhm. Achtung. Fast wie am Mississippi. Und? Hä? Da guckst du. Ja. Ja. Mississippi Blues. Und kennst du vielleicht das noch? A-Team. Ja, aber sicher. Und? Kannst du da mithalten? Wie geht's aber? Hört schon gut an. Hä? Ausbaufähig. Ich kann dir auch eine kleine Lehrstunde geben im Blues. Na? Das geht gar nicht schwer. Mhm. Du musst hauptsächlich ziehen an der Mundharmonika. Mhm. Und schon hast du den Blues-Sound. Also ich ganz einfach. Mal am Horn hier. Achso, das könnte ich eigentlich auch mal zwischendurch. Das ist ja auch ein Horn. Naja, Blues-Horn. Mundharmonika. Weil. Du musst in den unteren Tönen dir vorstellen, wenn du ziehst, hast du schon diesen Blues-Sound und die Blues ziehen. Und hab zwar ich doch. Hier unten, so. Da brauchst du gar nicht viel. Das ist unter den letzten drei Dingen unten. Mhm. Ziehen und dann immer mal pusten dabei. Auf, Spiel, Blues. Ja! Na? Und? Hört sich ja schon bluesig an. Ja, fast. Dann kannst du dann fast. Oh, nicht schlecht, hä? Mhm. Du hast ja wirklich geübt, Heimat. Gefällt dir das? Ja. Ja, das kriegst du in den Urlaub beigebracht. Dann kannst du das auch. Ich habe sogar noch viel mehr Mundharmonikas dabei. Oh. Ich habe mir sogar noch welche aber gekauft zum Üben. Hier ist eine Schraube locker. Oh, da müssen wir eine neue Reparatur durchführen. Nee, das muss ich glaube ich jetzt machen. Hier ist ganz was locker. We'll be right back.
Anglerheim steht. Ja, die Fischerhütte ist errichtet. Oh Mann, die ganze Nacht hat es geregnet. Alles ist schon mal nass, aber es passiert kein zweites Mal mehr. Nee, aber unser Zelt hat uns trocken gehalten. Das ist schon mal sehr gut. Nur hier draußen ist jetzt alles nass. Deswegen haben wir jetzt hier einen Unterstand gebaut. Na, hoffentlich hält er, aber ich denke schon. Ja, so ein bisschen weit weg bis zur Feuerstelle, gell? Ja, aber immerhin. Wenn es richtig runterhaut, kann man hier schön sitzen. Im Anglerheim. Ha. Platz für 5 Personen. Auch mindestens. Vielleicht kriegen wir noch Besuch heute. Oder morgen. Ja. Heute ist ja Samstag, oder? Ja, genau. Haben die Norweger ja auch frei. Klar. Wer weiß. Ja, und wenn wir zu viel werden, müssen wir auf den Festplatz gehen, oder? Ja. Oh je. Da gehen wir auch nochmal hin auf den Festplatz. So. Einmal Kerb. Ja. Jetzt machen wir die Routenstadt klar und dann geht's aufs Boot. Mhm. Der Plan sitzt. Du musst erstmal ordentlich essen. Ah ja. Dass man nicht vom Fleisch fällst. Du isst ja nichts. Ich hab doch schon so einen halben Löffel gegessen. Das war hier so ein. Hey, da ist Zimt dran. Da hat die Wespe mehr gegessen vorhin. Das ist Zimt. Du hast Zimtdinger extra gekauft, damit du sie allein kriegst. Ich hab einfach reingegriffen. Naja, egal. Ich find schon noch was. Pilze habe ich gesammelt schon. Steinpilz und noch eine Rotkappe. Die leg ich mal ins Trockene. Gibt's heute Abend. Gibt's jetzt mal ein Battle? Noch nicht. Weil der erste Fisch fängt. Wird bekocht heute Abend. Oh. Ich stehe auch extra mal auf. Nee, das ist verboten. Ehrlich? Ja. Hier wird im Sitzen geangelt. Ja, zählt das schon? Fisch. Hast du nicht eben gesagt, wer das erste fängt, wird bekocht? Da müssen wir nochmal zurückspulen. Ich muss nochmal genau hören, was du gesagt hast. Dann zählt es eigentlich. Dann lasse ich mich schön bekochen heute. Aber gut, ich setze da sogar noch einen drauf. Und dann wollen wir doch wieder an der Ehren. Nee. Gibt's wenigstens Barsche. Hier auch. Dann werden wir da hinten rein. Ins Schilf. Jetzt trifft man erst einmal hier vorbei. Andersrum. Wer fängt, wird bekocht. Ehrlich? Eben hat es eingeschlagen, aber was auch immer jetzt hier ist, wieder kommt er jetzt ganz freiwillig frei. Was auch immer das sein mag. Das ist dann was, was hier nicht da. Kommt ganz hoch. Das ist dann. Habe ich was gefangen? Tatsächlich. Hecht. Hast du das gesehen?
Fisch. Hm? Kleiner Hecht. Ja. Also, ich freue mich auf das Abendmahl heute. Tschüss, Junge. Ja! Ja! Fisch! Sogar unten. Oh, ich mach Ura. Ach, nee. Heute Abend werde ich bekocht. Und Tom, warum werde ich heute Abend bekocht? Sag's. Sag's. Auf. Weil du den ersten Fisch gefangen hast. Ja, und nicht nur das, nicht nur den ersten Fisch. Haltet euch fest. Ich habe den ersten Fisch gefangen. Ich habe den tagesgrößten Fisch gefangen. Ich habe die Tageshöchstanzahl an verschiedenen Fischarten gefangen. Und ich habe die meisten Fische gefangen. Soll ich jetzt mal aufzählen, was du gefangen hast? Weil dann... Das hört sich aber doch schon mal gut an. Kommen dir die Tränen, das hört sich, irgendwann das, mal wieder an. Das hört sich aber doch gut an. Ja, das hört sich gut an. Für gefühlte 20 Stunden Einsatz. Ja. Ich habe auch fast zwei verschiedene Fischarten gefangen. Ja, aber da hast du mit einem leichten Drillfehler hast du die zweite Fischart sofort ausscheiden lassen. Ja. Habe ich gesehen. Aber deswegen bekochst du mich jetzt. Deswegen gibt es heute. Und ich hatte ja schon den allerersten Fang überhaupt gehabt. Das war ja hier diese Wasserpflanze. Es stand ja noch gar nicht fest, ob Fisch war. Das müssen wir sowieso. Gut, wir wissen es ja jetzt bald. Aber auf jeden Fall habe ich es ja bestätigt mit dem ersten Fisch. Aha. Kriegst Pilz, also ich esse heute keine. Oh yeah. Das hört sich gut an. Nee, alles gut. Hier putzelt schon, die Zwiebeln sind schon klein gemacht. Schöne Rotkappe und ein Steinpilz. Mhm. Und hier putzelt schon Zwiebel, Speck und Knoblauch. Jawohl. Da kommen die Pilze doch noch rein. Ja. Mehr satt. Nein, da kommt da noch was dazu. Mhm. Da bin ich aber gespannt, was der Koch sich so alles einfallen lässt. Ja? So was kriegst du nicht im Drei-Sterne-Lokal hier. Mhm. Essen ist fertig. Willst du mal gucken, was ich dir gekocht habe? Ja klar. Mal hier. Ui. Achtung. Boah, das ist ja reichhaltig.
Das reicht uns ja 2 Tage. Ich habe dir eine Linsensuppe gemacht. Ich liebe Linsensuppe. Mit Speckeinlage und Pilze. Und Zwiebel nochmal. Und Knobi. Das ist doch was, oder? Das ist was Deftiges. Und das kurz vor Mitternacht. Genau die richtige Zeit. Ja. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir seit Tagen nur Hülsenfrüchte essen? Ja, ja. Das stimmt. Ah, das ist gut bekommt für die. Das bekommt mir aber gut. Gut, Hülsenfrüchte bekommen mir gut. Kannst du eigentlich, lass es da drauf. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Deswegen geht er nicht. Wenn ich den jetzt rausziehe, kriege ich ihn nicht mehr rein. Ich habe ihn auch wieder reinbekommen. Geht immer irgendwie rein. Kaputt ist kaputt. Guck, da ist er. Da ist das Schwarz. Ja. Und ich habe doch hier irgendwo Scotchband. Und damit kannst du ihn sauber machen. Schön sauber. Wird doch schon blank, der Herr Lunk. Und das alles noch vorm Frühstück. Mhm. Das wäre unser Kaffee gewesen, die Zeit, wo ich jetzt hier mit verbringe. In der Zeit hätte ich auch Feuer gemacht. Hm. Warte mal, wenn der gleich brummt hier. Nee, wie schön der jetzt noch reingeht. So, Achtung. Jetzt mache ich aber trotzdem noch mal hier die Pustprobe, ob die Düse noch geht. Ansonsten ist da noch Handlungsbedarf. Ich halte mal jetzt auch einen Apfel beißen. Ja, da kommt was raus. Aber sehr wenig. Jetzt weiß ich ja, ob das genug ist. Ja, dieses Loch ist, keine Ahnung, 0,3 mm. Wenn überhaupt. Da kommt auch nicht viel. Eben habe ich einen Spritzer Benzin abgekickt. Gut für den Bart. Ja, das Pflegeprodukt für den Bart hast du doch dabei, hast du gesagt. Hast du eigentlich gesehen, als ich mich heute schon rasiert habe? Mhm. War schon baden. Komplett baden. Hier, guck. Da ist es eingehakt. Ja. Und jetzt kommt hier die Mütze drauf. So, die machen wir nicht ganz fest. Achtung. Mach auf. Ob's blubbert? Nee. Nee. Das ist hinten die letzte Düse. Mal Druck drauf. Ja. Dann musst du mal weiter gucken. Bist du endlich so weit da? Ich habe hier noch ein Problem mit der Düse. Ich habe hier der halbe Wald schon gesägt. Ja. Können wir da hin? Ich sorge halt dann für die Regentage, für was Heißes. Weißt du, für was das Holz ist? Hm? Was heute Abend ansteht? Ja. Ha? Für den Whiskyabend. Ich sag's nochmal. Für den Whiskyabend. Hier, guck. Genau, heute gibt's den Whiskyabend. Heute ist nämlich der letzte trockene Tag vorhergesagt, dann soll es nur noch regnen. So, aber jetzt geht's hier weiter. Also,
Ich musste ein passendes Materialstück finden, damit ich hier die Düse freigestopft krieg. Und da haben wir hier die verschiedensten Durchmesser an Stahlverfächern. Und hier, das hat doch tatsächlich gepasst hier. Das, wir machen ja keine Werbung, aber ich sag mal, das 9,1 Kilo, jetzt muss ich es ins Deutsche übersetzen, der Hechtdraht, 9,1 Kilo passt exakt hier für die Kuhlmann. Guck, da kannst du nämlich auch den kompletten Lauf hier durchputzen. Mhm. Hier. Und das ist entscheidend, wenn die Düse verstopft ist. Guck mal hier, und wenn das jetzt nichts wird, ansonsten baue ich mal hier aus dem Draht hier so ein. Da kannst du das schön frei schrubbern. Ja, der ist doch beschichtet. Vor und zurück, vor und zurück. Ja, dann nicht mehr. Wenn es ihm heiß wird, dann nicht mehr. Aber das geht doch gut. Also, ich bin überzeugt, dass ich jetzt wahrscheinlich hier die... Da haben sich nämlich immer Rußbröckchen, also der ursprüngliche Draht, der eigentlich da drin ist, der reicht ja nur bis hier vorne hin und steuert dann quasi hier die Benzinzufuhr zu der Düse. Und das hat auch jedes Mal immer funktioniert, mal kurz beim ersten Mal Gas geben, sag ich mal, hat's mal und dann hat wieder irgendein Brocken sich von hier hinten gelöst, so ein Rußpartikel, und hat sich direkt vor die Düse gesetzt. Also galt es jetzt, ein Material zu finden, was komplett durch hier die Sache geht. Ich sehe, du hast die Funktionsweise voll durchschaut. Ich habe sie jetzt auch erklärt. Ja. Ich habe ja auch die Problematik hier erklärt. Ah ja. Und hier jetzt, also jetzt ist wirklich alles komplett durchgängig. Willst du da jetzt nochmal eine Arbeitsanweisung schreiben vielleicht? Nein, das mache ich nicht. Das müssen sich alles selbst mitschreiben, die Interessenten. Also wie gesagt, hier 9,1 Kilo Hechtdraht und dann geht das. Zack, dann ziehen wir sie wieder raus. Dann können wir hier die Durchflutungsprüfung machen. Einwandfrei hier. Merkst sofort am Backen, da kommt Luft durch. Auf jetzt, schraub das Ding zusammen. Ich will jetzt meinen Kaffee haben. Bald wird's dunkel. Hört ihr das? Ich drehe euch mal rum. Achtung. So wird's gemacht. Hier, zack. Die Kaffeestube ist eröffnet. Wollen wir jetzt langsam hier, eben zieht er durch. Oh. Schnurrt wie am ersten Tag. So, jetzt räume ich hier wieder ein bisschen auf. Vor allen Dingen muss ich unser Anglerheim ein bisschen aufräumen. Ich habe nämlich da auf der Suche nach den Stahlverfächern, habe ich ein bisschen in unserem Anglerheim ein bisschen rumgewütet. Aber jetzt läuft's. Hier. Wie aus dem Laden. Stell die Kanne drauf. Hui, was eine Geburt. Darf ich jetzt endlich Zähne putzen? Jetzt darfst du. Gut. Guck mal hier, in der Zeit habe ich hier echt den halben Wald gesägt. Ja, ist doch gut so. Geh nur sparsam damit um. Da freue ich mich auf heute Abend. Das wird gut. Oh, ordentlich Holz, endlich da. Jetzt kann es losgehen. Eigentlich beginnt jetzt erst so richtig der Urlaub, oder? Wir müssten noch eine Woche bleiben. Ja. Aber wir müssen bald schon wieder heim. Naja. Genießen wir heute noch mal den trockenen Tag. Trinken Kaffee und dann geht's erstmal raus aufs Wasser, oder? Ja, auf jeden Fall. Mission Ü70 Hecht steht an bei mir. Bei dir ja und bei mir Big Bass. Weil ich habe meine Erwartung schon ganz, ganz weit nach unten geschraubt. Deswegen ein 70er Hecht steht heute für mich auf der Liste. Mal sehen, ob es klappt. Hoffentlich geht überhaupt irgendwas. Wir fahren heute mal hier in die Richtung. Gestern waren wir hier so und da hinten. Ich glaube, dass die Hechte alle da hinten stehen. Alle.
Und die Großbarsche. Gestern waren ja nur kleinere, aber heute knallt's. Ja. Gut. So, gleich blubbert's hier auch. Das kriegst du doch niemals mehr ab. Doch, mit Bibegeil. 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 Nur das echte Martoms Abenteuer Bibegeil löst die hartnäckigsten Verschmutzungen. Ist doch gut geworden. Mhm. Siehst du, ratzfatz war er fertig. Kaum funktioniert was, klappt's. Also unser Motorchen hier macht immer wieder so ein paar kleine Aussetzer. Und das Boot ist auch ein bisschen eng hier für uns großen Kerle. Ja. Ja, und er ist nicht ganz 100% dicht. Wir müssen also hier uns mit so einer Bierbüchse behelfen und den überschüssigen, austretenden Sprit auffangen. Den schütten wir dann wieder hier oben rein. Aber wenn man hier so ein bisschen sensibel mit dem Gashahn, wie mit dem Benzinhahn spielt, dann lässt sich das auch minimieren. Das haben wir ja jetzt raus mittlerweile. Sag mal, ist hier eigentlich nicht warm? Doch. Ich bin nur zu faul, das auszuziehen. Ich habe hier ein T-Shirt an. Ja, ich ja auch gleich. Die Sonne brutzelt. Komm. Ich habe ja, das kann ich ja zeigen, ich habe ja ein frisches T-Shirt an. Ja, ja. Ich bin ja absolut frisch. Meine Frisur mehrfach durchgekämmt. Den Bart mit Bartpflegeprodukten behandelt. Also, da will ich jetzt nichts mehr hören. Und vor allem mit... Hier, wie ich dufte. Ja, ja, lass zu. Nein, das ist gut. Ich habe ja extra noch gesprayt noch zusätzlich. Ach so. Dass es länger hält. Vor allem mit Bibegeil. Ja, mit Bibegeil. Gewaschen. Alles gewaschen. Alles blitzeblank. Jede Ritze. Jede Ritze. Abgetaucht wie ein Walross bin ich. Herrlich. Aber frisch. Jetzt frisch hier draußen. In Norwegen ist es frisch. Ach, heute ist ein schöner Tag. Habe ich überhaupt Locken gekriegt? Ich habe mich noch gar nicht betrachtet. Ich krieg das sonst immer so Naturlocken. Ist es lockig oder noch nicht? Struppig. Nee. Gar nichts. Hab ich schon Locken. Aber gar nichts. Fragt sich nur wo. Wo sich da die Locken grauseln. Ja, aber guck dir doch mal meinen Bart an. Ja, ja, hey, das ist schon prima. Den musst du lassen. Bald habe ich so einen Bart wie du. Das dauert nicht mehr lang. Deiner ist noch weißer. Da ist noch viel mehr weiß dabei. Ja. Blond. Du warst früher vielleicht noch blonder wie ich. Ja, heute ist übrigens Sonntag. Und das merkt man, die Norweger sind auch auf dem Wasser. Wir haben schon mindestens 3 Boote gesehen. Angler. Guck mal, hier ist es hier unsere Möweninsel. Nee. Meinst du nicht? Nee, 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 nee. Einiges an Fischen hier. Jetzt ist er draufgeballert. Oh ja. Oh, bleib auf deiner Seite. Ich hol mal hier ein. Oh ja. Ist er das hier, Oma? Keine Ahnung. 70 war angepeilt. Ja, ich hole meinen gerade ein. Oh ja. Dann, oh, der ist gut. Ja, dann lass ihn auch ein bisschen ziehen. Ich bin gleich hier daheim. Und dann kann ich mich um dich kümmern. Warte.
Soll man einen Köcher holen? Oh, da ist er, der ist gut. Der ist gut. Ja. Ich hab doch gesagt, ich führe dich zum Fisch. Ja. Ja. Ja, ist nicht so weit. Ah. Da ist er im Sack. Ja. Petri, heil. Das ist ein guter. Geil. Siehste. Gewusst wie. Ja, einmal die richtige Schleppgeschwindigkeiten schon. Ja, und die richtigen Köder auf richtiger Tiefe. Schöner Kerl. Danke. Du, nice. Du hast sogar deinen Wunsch übertroffen. Ja. Mit über 80 cm. Sollte doch nur 70 werden, oder? Alles ist gut. Was ist, bist du zufrieden jetzt? Ja. Siehste. Habe ich doch genau die richtige Frequenz in der Schleppgeschwindigkeit eingehalten, oder? Das hat auch nicht lang gedauert. Ja. Bis vorher hier mit Highspeed gefahren. Da musste ich ja erstmal auf die Fangstelle hin. Na gut. Ja. Also der darf zurück. Aber ja, jetzt, aber jetzt ganz schnell. Ja. Hier an dem. Achtung. Und bei mir, mal sehen, was da noch mitkommt. Doppeldrill, eigentlich fast Dreifachdrill. Hier. Barschwarm war da ohne. Kleine Dinger hier. Hast du schon wieder rein? Ja. Da ist er. Ist auch ein Gute wieder, hä? Was die Kamera? Ja, ich tue jetzt gleich schon mal meinen einholen hier. Und weg. Oh nein, da geht er noch nach unten. Scheiße. Fuck. Da geht er noch nach unten. Der war nicht schlecht. Nee. Kam hoch und hat sich weggeschüttelt. Ah. Ärgerlich. Ja, es sind doch noch welche da.
Schmeckt nur ein bisschen salzig. Hängt aber an der Muschel. Der nächste wird besser. Bald kommt's, Achtung. Jawohl. Ach so, dann hat sie schon verloren jetzt. Jetzt hat es natürlich verloren. Und jetzt? Jetzt geht's los. Darfst du hier mal selbstgemachte Chili-Paste probieren? Mach ich. Du bist der allererste, der die überhaupt probiert. Mach das Ding auf. Auf. Plopp. Ich hab's noch nicht probiert. Ja, ist egal. Ich stehe ja auch noch nicht. Ich stecke mal den Finger rein und schlapper mal. Eingekocht. Siehst du mal. Ja und? Kriegst du nicht mal auf? Doch. Aus dem eigenen Garten der Chili. Auf. Ja, rieche. Oh ja, tatsächlich. Ho. Hat er Feuer? Oh. ich glaube, wir müssen nochmal anstoßen. Lass mich auch erst mal. Auf. Weil die Andrea hat heute schon gefragt am Telefon, ob wir die schon probiert haben, weil wir haben noch Chilis daheim. Dann würde sie nochmal. Das kannst du nochmal machen. Willst du mal so ein Glas haben? Ja, gerne. Hm? Ja. Ich wünsche mir so eins. Oh ja. Auf, zieh doch mal. Da ist Chili aus dem Garten und Kräuter. Und alles schön eingekocht. Das kommt hier. Ich habe jetzt auch einen eigenen Einkochapparat. Was du alles hast. Soll ich mich mal hier dem Speck widmen? Ja. Mhm, gut. Magst. Gut, mach ich. Fleisch ist immer gut. Schnippel ich mal hier die Kartoffel. Die Speckschwarte heben wir dann für die Wespen wieder auf, oder? Können wir. Die freuen sich. Die tragen sich da, nämlich da die Reste mit davon. Zack. Hier, die können wir auch hier drüber erstmal trocknen. Ich muss aufpassen hier, mein Messer ist giftig. Habe ich gerade geschärft. Willst du lieber größere Speckwürfelchen oder eher so kleinere? Ja, die können ruhig nochmal durchgeschnippelt werden. Nochmal halbieren. Mhm. Gut. Meistens zerfallen sie eh. Eigentlich hätte ich es anders geschnitten, so. Nee, ich nicht. Nicht? Nein. Mhm. Da hast du nämlich bei jedem Fleischwürfelchen den kompletten Querschnitt des Fleisches. Wenn du es längs machst, hast du entweder nur Fett oder nur Fleisch. Und so hast du alles. Mhm. In einem Würfel. Ja, dann das musst du mal merken. Das ist immer das Beste, finde ich, hier so eine Tja. Lagerfeuerpfanne. Vor allen Dingen weißt du ja nie, was dann letztendlich dabei rauskommt. Nur eins steht fest. Der Geschmack wird immer spitze sein. Das auf jeden Fall.
So, jetzt ziehen wir noch mal hier die Schwarte ab. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich könnten wir jetzt schon mal da für sie anbrutzeln. Mhm. Das machen wir auch. Der geht durch die Qualitätskontrolle. Besser. Das ist korrekt, ja. Diese Kante. Genau richtig. Und nach hier abgeflacht. Genau, dass du schön als Pfannenschieber den verwenden kannst. Noch mehr oder soll ich hier? Nee, lass mal, das tut sich mit den Jahren. Das schabt sich ja mit der Zeit dann. Mit den Jahren abschaben, genau. Mhm. Gut. Das ist genau richtig so. Darf ich jetzt mit den Bohnen weitermachen? Ja. Erbsen, Bohnen. Mais auch? Oder heute kein Mais? Doch, gerne. Auch? Gut. Kichererbsen? Du bist ja jetzt Hülsenfrüchte gewöhnt. Jeden Tag gibt's hier Brombe-Mart. Ja, haben wir ja gelernt, gell, was Brombe heißt. Brombe? Brombe. Die Männer machen Brombe und die Frauen Fiese. So sieht's aus. Ja, aber nur in Norwegen. Ja, wir kennen uns aus. Ja, ja. So, also, darf ich mit den Bohnen fortfahren? Ja. Habe ich jetzt das richtige Werkzeug, damit ich endlich weiterkochen kann? Mhm. Du hast ja ganz schön Zeit gelassen dafür, ehrlich. Wirklich. Ja gut, also. Ja, ich meine, das ist auch Handwerk hier. Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch ein Handschmeichler hier. Also wenn du den anfasst, merkst du sofort. Das ist handgemacht. Ja. Und vor allem. Mit zwei selbstgemachten Messern. Ja. Das kommt noch dazu. Na also, steckst du wieder rein. Zack. Also, jetzt gibt's Bohnen. Gibst du den Löffel jetzt ab? Ja. Ich gebe den Löffel ab. Ja. Ich glaub's erstmal ganz gut. He? Da hinten noch ein Loch rein. Und dann kannst du ihn aufhängen. Dass man den so irgendwo aufhängen kann. Ja, fürs nächste Mal dann. Kannst du reinbohren. Guck mal hier. Soll ich mal? Hm? Ha? Mhm. So ein, wie viel hättest du gern? Ja, geh halt mal rein mit dem Ding. Ja. Das ist ordentlich scharf. Ja, gibt's her. Das Glas, dachte ich. Ich überreiche dir den goldenen Löffel. Jawohl. Weil du bist heute der Koch. So sieht's aus. Achtung, hier geht's jetzt weiter. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet hier. Heute gibt es nämlich Speckbohnen. Martoms Speckbohnen. Dazu habe ich natürlich auch genau so einen Löffel gebraucht. Ich brauche noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Rosmarin? Ja. Ist auch aus dem Garten. Und? Darf ich mal ein Löffelchen probieren? Probier mal. Ich glaube aber, da muss noch ein bisschen Flüssigkeit dabei. Lass mal kosten, ob jetzt von der Gewürzmischung das so deinem Geschmack entspricht. Und?
Ausgezeichnet. Ja. Wollen wir noch ein bisschen Flüssigkeit drauf machen, oder? Also für meinen Geschmack könnten wir sogar noch ein bisschen Chili reinmachen. Ehrlich, können wir machen, gern. Ich würde sagen, ich schütte. Also es ist scharf, aber es kann noch ein bisschen mehr hin in der Kehle. Wenn es zweimal brennt, das Chili, ist es auch gut. Uff, kein Problem, kriege ich hin. Auf jeden Fall. Achtung. Also warte mal, ich probiere noch einmal. Ja. Aber das ist schon sensationell, gell? Ja, sehr schön. Ich habe noch keine probiert. Du bist also quasi der Vorkoster für heute. Und kommt es deinem Sieg des Battles gerecht? Das Essen, was ich dir heute zubereitet habe, du hast ja den... Das haben wir noch gar nicht erwähnt, nee, das oder? Können wir nachher nochmal erwähnen. Den tagesgrößten heute. Aber egal, das machen wir nachher dann. Ja. Also, wie sieht's aus? Hier noch ein bisschen Flüssigkeit rein zum Verkochen. Ja. Auf, dann. Gut. So, warte mal noch ein Stückchen in die Kehle, so ein klein bisschen. Wie beim Alfred Biolek, der hat das auch immer gemacht, gell? Muss das ja erstmal, damit auch der Wein, der muss ja gut sein. Kannst ja nicht irgend so ein... Ist ja unmöglich. Das war eigentlich... Also das Fernsehen früher war doch irgendwie besser, oder? Da haben die noch gesoffen, geraucht. Live vor der Kamera. Direkt, zack. Oder? Sonntags Frühshoppen. Frühshoppen ist da. Da waren die Aschebecher überall, haben die gestanden, gell? Und das Bier ist da gelaufen. Und das Bier stand da, haben die da sich unterhalten über wirklich... Jeden Scheißdreck und nicht so einen steifen Mist da. Na egal, gut, hier bei uns gibt es auf jeden Fall keine steife Brise, sondern einen deftigen Eintopf bzw. eine herausragende Martoms-Bohnenpfanne. Jetzt mach gleich noch so ein bisschen Chili rein. Ja, aber mit dem sauberen Löffel. Ja, ich versuch's ja schon. Soll ich ihn ablecken? Oder soll ich meinen anderen nehmen hier? Den? Ja. Den habe ich schon abgeleckt. Weil sonst... Oder du kannst sie die auch gleich mitnehmen, da diese Paste. Das kann ich dann auch machen. Da kriegst du auch nochmal neue. Also ich mach nochmal hier so einen ordentlichen Hieb rein, oder? Zack. Ja. Batsch. Sehr gut. 10 Minuten noch. Und dann erklingt der Essensruf. Ich hoff's. Ich hab Hunger. Ich auch. Und hier unsere Leder. Dinge haben sich schon langsam angetrocknet. Die kannst du morgen schön kauen. Oder hier die Gelenkstücke, die Knorpelstücke. Kannst du lutschen morgen, wenn du Appetit bekommst. Also wenn du Probleme mit deinem Meniskus hast, kann ich dir die heute Abend noch einpflanzen, da die Knorpel. Nee, lass mal gut sein. Ja? Aber ich habe mir was ganz anderes überlegt. Ich habe mir überlegt, dass ich mich tätowieren lasse. Tätowieren. Tatsächlich. Doch. Also ich habe mir echt ernsthaft schon länger Gedanken gemacht, dass ich mich tätowieren lasse. Und zwar, dass ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß, ehrlich. Dass ich mir hier am Oberarm, es gibt ja viele Leute, die sind ja ganz körpertätowiert. Zugehackt bis oben hin. Das will ich ja gar nicht haben. Aber dass ich hier so am Oberarm das Martoms Abenteuer-Logo hin tätowiert bekommen. Also das war so mein Gedanke. Das habe ich mir vorhin schon lang überlegt. Hier so das, hin. Das möchtest du haben. Ich hätte so gern so ein Martoms Abenteuer-Logo da auf dem Oberarm. Das mache ich dir heute Abend. Ach, jetzt komm. Ah, ja. Ehrlich. Ich tätowiere dich, wenn du das willst. Kannst du sowas? Sag mal, ich habe gerade einen Löffel geschnitzt, da kann ich aber tätowieren. Sag mal. Das sage ich recht. Hä? Oh, jetzt muss ich mal Acht geben. Oh, da können wir nachher nochmal drüber philosophieren, wie wir das denn da realisieren. Aber das hätte ich ja gern. Also das kriege ich auch noch hin. So ein bisschen tätowieren. Eigentlich schon. Das kann nicht so schwer sein. Ich überlege mir da mal was, wie das geht. Wie das gehen könnte. Ja. Mit einem Haken. Oder? Köternadel. Nee, wir brauchen hier eine Nadel. Den Haken, also eine Köternadel hätte ich dabei. Wenn ich den Haken in so ein Ästchen reindrücke und dann mit einem Klöppel oben drauf hämme, dann kommt es doch schon so eine Tätowiermaschine sehr nah. Außerdem glaube ich. Also ich hätte es gern so blau-schwarz, also dunkelblau.
Wie haben das denn früher die Wikinger gemacht? Die hatten noch keine Tätowiermaschine. Ach Quatsch. Ja, das haben die hier am Lagerfeuer gemacht, ja, nachdem sie 3 Liter Met gesoffen haben. Ja, wahrscheinlich. Das machen wir jetzt auch. Also meinst du, das wird was? Dass ich heute schon tätowiert werde? Ja, mach das. Da bin ich gespannt. Jetzt essen wir erstmal hier die deftige Pfanne. Ich glaube, die ist fast fertig. Ja, gut. Du hast wieder zu viel Feuer danach gelegt. Ah, ja. Die brennt mir sonst an. Sonst muss ich noch mehr von der Flüssigkeit nach. Stell die nochmal drauf und dann gibt's Essen. Da können wir morgen noch davon essen. Nix. Das wird leer gemacht. Ich hab Hunger. Du willst wirklich jetzt ein Tattoo haben? War das dein Ernst? Eigentlich schon. Schon eine ganze Weile hätte ich das gern. Während du jetzt gerade da hinten warst, im Zeltchen, habe ich hier was vorbereitet. Ehrlich? Ja. Ich habe hier schon mein Besteck hingelegt. Ist noch nicht alles hier. Also meinst du, du kriegst das wirklich also hin? Du willst wirklich ein Tattoo? Ja. Ich mach das. Na ja. Dann leg los. Jetzt. Wirklich, gibt weil ich übernehme keine Verantwortung. Gibt kein zurück. Also gut. Bist ja schon über 18. Brauchst ja keine Einverständniserklärung von deiner Mami. Brauchst keine Unterschrift mehr einsammeln. Ich gebe dir jetzt das Ja-Wort. Da bringen wir es mal drauf. Mhm. Guck mal, ich habe eine größere Muschel jetzt. Die habe ich dir nämlich hinten aus unserem Haus geholt. Weil du kriegst ja sonst den Hals nicht voll. Du schützt ja alles daneben in dein Bad rein. Guck mal, da passt da ordentlich was rein jetzt. Ja, bei mir ist das schon voll. Da ist doch schon du was. Du hast doch schon was reingeschüttet. So. Also gut. Also ich lasse jetzt, also ich gebe jetzt wirklich die ganze Gestaltung in deine Hände. Tatsächlich. So ist das beim Tätowieren. Also du hast Erfahrung damit. Hast du das schon öfters gemacht? Noch nie. Ach, scheiße. Uwe ist von oben bis unten tätowiert. Ich habe mir da schon sämtliche Bilder angeguckt. Ich war schon mal dabei, als er tätowiert wurde. Mhm. Also weiß schon mal, wie es geht. Ja. Na ja, gut, da bin ich mal gespannt. Mhm. Da wird sowieso so viel Gedöns gemacht. Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist. Das Wichtigste ist, jetzt wollte ich die Flasche aufmachen, die ist ja schon auf. Ja, klar. Das Wichtigste ist die Farbe. Mhm. Ich nehme vorher noch mal eine, oder? Ehrlich. Halt. Jetzt habe ich es zugemacht. Ja, du darfst eigentlich nicht mehr. Ich bin so aufgeregt. Ja, gut. Weil das ist schlecht, da wird das Blut so flüssig. Der Tätowierer braucht ja eine ruhige Hand. Mhm. Aber der darf ruhig. Aber ich muss so einen ruhigen Arm haben. Sonst wird es doch schief. Auf jetzt, und Arm hoch. Gibt Ärmel hoch. Gibt kein Zurück mehr, meinst du? Freihand. Ja. Ich hab's ja im Kopf, wie es ausgesehen soll. Naja. Reicht das so? Oder muss ich hier noch ein bisschen was machen? Siehst du hier? Die Hakenspitze. Tatsächlich. Oh je. Muss ich alles locker lassen oder muss ich das? Das ist ja, glaube ich, in die vierte Hautschicht. Oder 7 Hautschichten hat man ja. Warte, ich brauche Licht. Oder soll ich ohne Licht? Nee, mach lieber so, dass es besser macht. Also. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ach, fang an. Brauchst du so ein Holz zwischen die Zähne? Nein. Achtung. Stell dich
nicht so an. Okay. Du wolltest unbedingt. Ja. Hast du die eigentlich desinfiziert, die Hakenspitze? Natürlich. Gut. Mit Whisky. Was sonst? Das beruhigt mich. Mit dem Tee angefangen, war das in Ordnung? Ja, das ist mir egal. Hauptsache, du wirst irgendwann mal fertig. Jetzt kommt's M. Stell dich nicht so an. Warte mal, ich glaube, ich habe mich verschrieben. Nein. Nee, es war ein Witz. Oh. Ich mache jetzt mal die Flammen. Flammen kann ich, glaube ich, gut. Die gehen auch besonders tief. Ah! Ich hab dir gesagt, du hättest nichts trinken müssen. Weißt du, wie viel Blut hier rausläuft? Hier weißt du, was das brennt. Guck dir mal die Sauce hier an, was hier rauskommt. Ich hoffe, du hast den Faden nicht verloren. Alles im Griff. Ich hab's gleich. Es suckt immer mehr hier. Du hättest nichts trinken dürfen. Mir wird's da schon wirklich schwindlig. Aber ich glaube, jetzt ist egal. Wird's nicht mehr schlimmer? Wenn's nicht mehr geht, kann ich hier nochmal Whisky einschenken, weil bluten tut's eh wie Sau. Ja, dann mach das. Das wird gut. Das sieht schon richtig gut aus. Ich glaub da noch nicht dran. Doch. So, wat? Ich mache auch jetzt hier mein Licht aus, weil ich jetzt die Konturen vom Feuer machen muss. Da brauchst du den wahren Feuerschein. Da kommt es besser. Wenn du das hast. Ja, das geht eigentlich. Das kann ja zu tief jetzt. Nee. Was vorhin war, ist das jetzt ja fast angenehm. Ich mache jetzt nur noch die Schattierung. Ja, sind wir sonst soweit fertig schon fast? Die Brühe läuft hier. Ich sehe schon fast nicht mehr, wo ich hinstechen muss. Muss ich irgendwas machen noch? Gar nichts. Stillhalten. Das kann ich gut. Es läuft da die Sauce. Es ist eigentlich immer so beim Tätowieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht stelle ich da auch ein bisschen zu tief rein. Aber es sieht gut aus. Aber jetzt geht's eigentlich. Also, entweder habe ich mich jetzt dann gewöhnt. Oder die Nadel ist abgebrochen. Nee, das glaube ich nicht. Du müsstest ja irgendwo drin stecken noch. So können wir es lassen. Das Erste. Soll ich dir mal was holen zum Abwischen? Ja. Guck mal hier. Eine Tattoo-Rolle. Das brennt jetzt aber noch einmal, gell? Hast du es desinfiziert hier dein? Das ist doch extra Tätowierpapier. Das ist schon desinfiziert. Ah ja. Also fast jedenfalls. Soll ich? Ah ja, zieh es durch. Achtung. Oh, klasse. Das sieht schon richtig gut aus hier. Das sieht richtig gut aus. Zieh noch mal durch. Zieh noch mal drüber mit dem Papier.
Und brennt ein bisschen, oder? Ja, ja, klar. Hier. Achtung jetzt. Und? Also ich will mich ja jetzt nicht selber loben, gell? Aber das sieht richtig geil aus. Ist gut geworden. Hä? Ja, aber allemal. Also fürs erste Tattoo jetzt. Ja, aber da sind ja alle Schmerzen vergessen. Machen wir jetzt noch ein bisschen Margarine oben drüber. Das muss ja gepflegt werden erstmal. Ich glaube, das macht man so. Ach Quatsch. Ist das schon gut? Ein bisschen Blut überall noch. Na, aber. Hä? Ja, dass du das kannst. Dass du sowas kannst. Ich hab dir doch gesagt, wenn ich einen Löffel schnitzen kann, kann ich auch tätowieren. Das hätte ich ja nicht gedacht. Mensch. Ja. Regenfisch. Ein Hering habe ich gefangen. 1-0 würde ich sagen, oder? Stimmt. Jetzt ziehe ich aber gleich hier. Guck mal hier, er ist im Boot. Nein. Zack, der gilt als gefangen. Ja, jetzt. Der Hering. 1-1. Ja. Yeah. Guck, ich meine, er ist größer. Guck, blau ist er vor allen Dingen. Meine auch. Ja, naja, gut. Schön gefärbt sind die. Also 1-1. Ich muss doch jetzt hier mal richtig dengeln gleich. Ich muss erst mal wieder an die Andrift werfen. Das war beim Kutterangeln immer gut. Der erfahrene Kutterangler weiß, wo der Fisch zu holen ist. Zack. Davon haben sie uns nämlich noch nicht gesehen. Oh, Big Fish gibt's hier bei uns auf dem Echo. Oh, hier ist richtig ordentlich was los. Ui. Klatschernass sind wir jetzt beide. Es hat stundenlang jetzt geregnet, als wir hier auf dem Boot waren.
und windig. Wir sind bis auf die Unterhose nass, klatsche nass. Jetzt hängen wir hier erstmal in unser Unterstand die nassen Sachen auf, nehmen die nicht mit ins Zelt. Ich mache mir gerade noch eine Wärmflasche jetzt. Es ist jetzt so kalt jetzt. Mann, oh Mann. Gestern noch im T-Shirt im Boot gesessen und heute so eine Kälte. Wahnsinn. Mir tut alles weh. Aber der ganze Rücken brennt. Vom Sitzen, wenn man so angespannt ist, so verkrampft im Boot. Oh, jetzt geht's ohne Feuer ins Zelt. Wir essen dort einfach jetzt Salami und Brot und ja, wärmen uns da erstmal auf, ziehen trockene Sachen an. Und dann gibt's Pläne für den noch regenreicheren Tag morgen. Mal gucken, was wir da machen. Na schön. Hello. Ah, endlich im Trockenen. Auf deiner Seite sieht's unordentlicher aus. Ich komme überall dran. Erzähl mal vom heutigen Tag. Ach je. Regen, Regen, Regen. Nichts als Regen. Der zog heute Mittag auf und hat uns den ganzen Tag begleitet. Aber wir haben nicht aufgegeben. Nee. Also wirklich nicht. Wir haben mit einem Elan sämtliche Buchten abgeklappert. Wir haben geschleppt. Wir haben gedriftet. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Abgeworfen. Alles. Alles. Ich habe wieder einen Tagessieg errungen heute. Ja, da hast du recht. Das war auch nicht sehr schwer. Nee. Also, was heißt nicht sehr schwer, aber zu überbieten, was du hattest. Ja, ich hatte einen Fisch. Einen Barsch. Und ich hatte zwei Barsche. Einen dritten habe ich noch verloren. Ja, der zählt nicht. Dann hatte ich noch einen schönen Biss, einen kurzen Drill von einem Hecht. Und dann nochmal einen Schnapper von einem Hecht, den haben wir sogar gesehen. Es war so ein 70er. Ja, so in etwa. Und das war's. Der ging wieder auf deinen Sichel. Doppelschwanz. Ja. Scheißding. Absolut hässlicher Köder. Also den will ich eigentlich nie dranhängen. Ich habe den nur dran gehängt, weil der ein hohes Eigengewicht hat. Und dann habe ich da zusätzlich nochmal so ein 20 Gramm oder 25 Gramm Bleikopf dazu, dass ich überhaupt auf Tiefe komme. Denn wir haben festgestellt, die Hechte, die stehen hier absolut tief. Ja, alle Fische eigentlich, alle. Was auf dem Echolot kam, also jenseits der 10 Meter Grenze, abwärts also bis 20 Meter Tiefe. Bei 10 Meter Wasser sieht man, wir haben ja jetzt hier das Echolot oder den Dieper, da sieht man gar nichts, null. Absolut. Badewanne leer. Keine Aktivität und das über Kilometer. Ja, kann man sagen, da gibt's ja Buchten oder Gebiete, die sind so 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter tief, da ist gar nichts. 0,0. Die eine letzte Bucht, wo es nochmal so geregnet hat, hintenrum, da war es ja so zwischen 6 und 8 Meter. Ja. Und, also knapp unter 8 Meter. Ja. Nicht eine einzige Sichel. Null. Gar nichts. Und das über die ganze
Kilometer, wo ich mich eigentlich verfahren hatte, wo ich dachte, wir fahren jetzt heim, aber es war die falsche Bucht, die eingeschlagen. Nichts. Also. Und dann kommt wieder irgendeine Kante, wo es dann auf 20 Meter runter geht und kurz über der 20 Meter, bam, da steht der Futterfisch. Schwärmeweise, also richtige, riesige Wolken. Ja. Aber nichts zu machen. So, auf, hol die Salami raus. Jetzt gibt's was zu essen. Wir machen jetzt Brotzeit und wünschen euch eine gute Nacht für heute, würde ich sagen. Geht nichts über Angelheim mit Köderfischbehälter, oder? Zufrieden? Wächst, mit deinem Haarwuchs. bald können wir auch ein Zöpfchen machen da ohne dann bei dir. Bald sehe ich so aus wie du. Passt, ja. Das bisschen Sonne, was wir hatten. So eine Lücke hatten wir hier in der Wolkendecke. Jetzt kommt der Regen. Können wir wieder in den See stechen. Ja, es hat gereicht, um Kaffee hier zu trinken, trockenen Hauptes. Und jetzt müssen wir wieder in den See stechen, weil es kommt auch feucht von oben. Ja. Dann machen wir das halt. Der ganze Tag. Die ganze Nacht hat es geregnet, heute Morgen hat es geregnet, jetzt war gerade mal echt so eine Stunde kein Regen. Und jetzt zieht sich wieder alles zu und ist die Prognose laut Wetter-App bis heute Abend um 11 Uhr Regen. Und wenn ich hier in den Himmel gucke, dann stimmt das. Das Dach von unserem Anglerheim ist ganz schön in die Knie gegangen, aber es hat gehalten, gell? Mhm. Da waren die reinsten Köderfischbehälter, was man oben drin hat, ne? Da hätten wir ein paar Fisch reinsetzen können noch. Mhm. Aber es hat tapfer durchgehalten. Also die Konstruktion war schon erstklassig berechnet. Das musst du einfach drauf haben, sonst wird es nichts, glaube ich, oder? Ja, klar. Ja. Das haben wir doch, oder? Ja, sicher. Jahrelange Erfahrung hier in der Wildnis. Genau, so sieht's aus. Da muss man halt morgens immer abschöpfen. Und die Blase läuft so weit voll, dass es das Maximum erreicht hat. Und alles andere läuft einfach drüber weg. Das braucht ja auch eine gewisse Gewichtsbelastung auf diesem ganzen Ding. Wenn der Wind kommt, muss ja schon einiges an Gewicht von oben auf dieses Gebälk wirken, sonst fliegt uns ja das Anglerheimzelt weg. Oh, jetzt fliegt hier uns das Dach gleich weg. Ja, ich würde sagen, wir ziehen unser Gewand an und dann geht's. jetzt können wir, jetzt regnet's wieder. Endlich regnet's wieder. Regen. Hurra. Mann. Beim Schleppen gab es eben gerade einen Fehlbiss. Ja, hier hinten, hier sieht man den Kratzer noch. Da ist einer, guck mal. Mhm. Wie ist denn hier? Da. Ja. Der hat ihn hier mal angeknappt. Da auch. Hat ihn leicht touchiert. Mit Zusatzgewicht. Ja, es war definitiv ein Biss. Ja. Na gut. Dann machen wir weiter gleich. Aber jetzt wird erstmal auf Barsch gezuppelt hier. Kurz. Mit dem Krebs. Dran. Ich lasse hier schon mal runter. Guck, siehst du unsere Fahne da hinten? Ja. Na hier. Direkt vor unserem Camp, da wird es jetzt gleich knallen. Zack, erster Fisch. Live-Biss. Oh, der ist gar nicht mal schlecht. Bass. Big Bass. Scheiße! Leck mich im Arsch. Ja. Ja, da war er aber. Ja. Direkt vor unserem Camp. Siehst du hier? Scheiße. Wo hing der? Oben oder unten? Keine Ahnung, aber der war wirklich nicht schlecht. Nee. Ach, warte, ich hab doch direkt hier runtergelassen. Ui.
Da kommt auch was mit. Tatsächlich. Guck. Ja, jetzt geht's los. Mhm. Schön gefärbt sind sie ja hier. Auf jeden Fall. Die kleinen noch mehr als die größeren, gell? Ja. Weit zu null. Ich werd blass. Also ich habe jetzt wirklich gar nichts. Ja, guckst du, gell? Einen kurzen Brrrr, hat's gegeben, aber das war alles bei mir. Bass, du bist der Bassmaster. Zack. Ui. Immer auf der gleiche. Du gehst ganz schön weit in Führung, sag ich dir nur. Mit deinen kleinen Scheißdingern da. Aber es sei dir gegönnt. Hier, da ist er. Kapital. Jeder kleine Barsch, der zählt. Du sollst doch zu dem Bass Pro Team gehen. Du bist echt ein guter Barschangler. Ich glaub's auch. Also wirklich. Oh, die Rute ist schon wieder krumm. Und was kommt jetzt damit? Oh, oi! Wieder auf dem unteren. Ah, oh, der wird aber schon größer jetzt, oder? Ja. Mal hier voll genommen. Also gibt's hier Barsch. Zack. Na. 4-0. Heute angel ich dich ab. Aber heute werde ich richtig platt gemacht. Wenn bei mir einer dran geht, dann kannst du mit deiner Hegene einpacken. Ich bin gerade am Montieren und da kommt schon wieder einer mit bei dir. Ich mach dir gleich da ohne das Fischchen ab. Ne, jetzt gibt's mir genau so einen Köder hier. Jetzt wollte ich schon den nehmen. Nein, ich will jetzt einen von dir haben. Auf. Mach das Ding ab. Den brauchst du hier. Guck mal. So ein kleines Fischchen brauchst du. Ja, da hast du oben noch eins hängen. Das machst du ab und gibst mir das. Nein, der bleibt dran. Nein, den gibst du dann. Dann hol auf deine, aus deiner hier, Box einen raus. Ich hol dir noch einen neuen. Guck mal hier. Zack. Big Bass Boy. Yeah. Du bist der Big Bass Boy. Fünf. Auf. Ich will auch einen haben. Auf her jetzt so ein Ding. Du legst jetzt deine Angel nicht mehr aus. Jetzt angel ich erst mal hier. Auf. Na, da ist er. Ja, nein. Her mit dem Köder. Nicht ablassen. Du sollst mir einen Köder geben, endlich. Jetzt lass mich doch erstmal meine ablassen. Das ist ungerecht. Der nächste, der jetzt kommt, zählt auf jeden Fall nicht. Oder der zählt für mich. Auf jetzt. Mach die Box auf. Hier klingt's nach Fisch. Du möchtest genau... So eins will ich haben. Guck mal hier. Muss ich mit der Pinzette rausholen? Ja, genau so einen will ich haben. Ist er das? Das ist er. Und den hier naushuckt. Also in meinem Fall. Es ist schwer, die Nase hier zu finden von dem Fischchen. So, glaube ich. Könnte das gehen? Achtung. Jetzt bin ich gleich wieder dabei. Egal, was es ist. Es ist Fisch. Oh. Zack. Schöner. Ich habe das Battle gewonnen. Den Tagesgrößten. Den Größten, aber die meisten habe ich. Ja, aber immerhin haben wir ja gesagt, wer den Größten fängt, oder? Hä? Das ist doch ein Schuss. So. Das sind zwei Battles. Ja. Das war ja auf dein Köder. Guck hier, auf dein kleines Fischchen hier. Ja, Bass. Sehr schön. Ich kann doch auch Barsch. Das war hier von dem Tümpel der Größte. Ja, fast. Schöner Kerl. Bass. Aber hier, das hast du noch gar nicht gehört. Was?
Mich hat eine Sprachnachricht erhalten. Ach komm. Soll ich die dir mal vorspielen? Ja, auf. Der Christian, kennst du doch auch. Ja, klar. Der ist doch auch aktuell gerade hier in Norwegen. Allerdings in Westnorwegen. Irgendwo am Fjord. Jetzt pass auf. Mhm. Eben gerade hast du gekriegt, oder was? Nee, moin. Aber ich hab's noch gar nicht abgespielt. Guten Morgen, Thomas. Hier, gestern ist mir was passiert. Ich hab ein paar Makrele gefangen, ja, und Fels drauf gemacht, gell, System. Hier, auf einmal krieg ich ein bisschen am weißen Felsen, gell. Ich brauch so 60 Meter Tiefe, aber auf Grund gehandelt, weißt du? Die eine Rute habe ich noch einen anderen Fisch gefangen mit so einem Stachel, so einem Knut oder Knur, wie die Dinger hier heißen. Und dann habe ich noch einen Pollack gefangen, kleiner, habe ich wieder zurückgesetzt. Aber auf einmal kriege ich auf der anderen Rute einen Biss, gell. Denke ich, ach du Scheiße, hau an, hängt. Ohne am Grund, gell. Denke ich, Scheiße, jetzt hänge ich noch einen Hänger, gell. Ich hätte schon zwei, drei Pilge abgelegt mit dem System, gell. Nichts zu machen, gell. Hängt, zieh, nichts, gell. Denke ich, ja, fährst mal am Boot mal ein bisschen weiter, dass ich nur ein bisschen löse von der anderen Seite. Auf einmal geht das Ding ab, geht, hatte ich mir Schnur gezogen. Denke ich, ach du Scheiße. Hier, da war es wahrscheinlich so ein Riesenhai, so ein Riffhai, wie die Dinge hier heißen. Hat mir der Thomas gesagt. Der andere Thomas hier, wo er sich niedergelassen hat. Ey, auf einmal ging das Ding ab, geht, hier, der hat mir 200 Meter Schnur gezogen, ich konnte nicht halten, keine Chance. Und dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde, einmal hat es einen Schlag getan, ab zum Glück. Ich hätte Angst gehabt, wenn ich das Ding gesehen hätte. Hat nur so ein Stück von dem Zunge oder irgendwas dran gehabt am Haken, so ein Riesenteil noch, gell, am Drilling. Denke ich, ach du Scheiße. Wahnsinn, ne? Tja, er fängt Zungen, die sind größer als. Also da ganze Barsche zusammen. Allerdings hier. Und was fängst also du? Also bei mir hing keine Zunge dran. Ich wollte ja den Unterwasserbiss wollte ich ja haben. Und den gab es ja eigentlich auch. Den Unterwasserbiss? Hast ja. du schon mal Überwasserbisse gehabt? Nein, den Unterwasserkamerafilm. Oh, mir brennen die Augen. Oh, ich mache einfach so. Also ich erzähle jetzt nur noch so weiter. Den mit der Unterwasserkamera. Biss. Mit Unterwasserkamera. Beim ersten Mal war es ja, ich glaube, die war da schon voll. So, die Speicherkarte. Aber dann die zweite Speicherkarte, wie ich sie reingemacht habe, da war ja nur 8 Meter tiefes Wasser. Mhm. Sehr und dann nochmal kurz da ein Biss kam. Kurz ja. geschleppt, bam, 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 bam. Und dann war bap, hat es draufgeballert. Also, ich muss doch so machen. Und dann auf einmal plötzlich, zack. Waru, habe ich alles reingeholt und habe es tatsächlich, also auf dem Fisch, nee, also auf dem Gummifisch dann gesehen. Hat noch eine Zunge dran gehangen. Da war die Zunge tatsächlich von dem, also es war ein großer Hecht, vermute ich. Kannst du leer machen jetzt? Ja, du kannst du leer machen. Nicht mehr. Oh. Mit unseren Fängen bin ich nicht ganz zufrieden, aber so ist es halt leider. Das Gewässer gibt nicht mehr her. Wir haben alles versucht. Mhm. Morgen geht's an den Fjord, eine letzte Nacht, bevor dann übermorgen die Fähre wieder nach Hause fährt. Läuft nicht so. Ne? Oh.
herrlich. Das hört sich so volksliedermäßig an, oder? Aber es ging doch. Hä? Nicht? Auch nicht gut. Scheiße. Die vorletzte Nacht ist gleich zu Ende für uns, oder? Ja. Würde ich sagen. Du hast recht. 2 Uhr nachts. Das Feuerholz neigt sich dem Ende zu. Wir haben bald nichts mehr. Da ist gar nichts mehr da. Und morgen früh oder morgen Mittag, mal sehen, packen wir hier ein, brechen hier alles ab, hinterlassen nichts. Die Insel sauberer, als wir sie vorgefunden haben. Genau. Weil wir haben nämlich Müll eingesammelt. Und dann fahren wir an den Fjord, sind wir auf der anderen Seite vom Fjord. Wir müssen dann mit der Fähre übersetzen. Und dann auf der anderen Seite müssen wir uns irgendwo einen Lagerplatz nochmal suchen. Kurzen Platz suchen. Für die letzte Nacht dann. Vielleicht gibt es dann da nochmal Fisch, wer weiß. Mal sehen, wann wir dort ankommen, ob wir überhaupt noch Zeit haben zum Angeln. Ganz gar nicht mal so schlecht jetzt, oder? Es muss jetzt mal einer besser spielen. Das stimmt allerdings. So, jetzt ist wirklich Feierabend, 3 Uhr nachts. Jetzt kommt der Zapfenstreich. Unser Camp ist gefällt. Schade eigentlich hier. Das war schön. Mhm. Also da hinten unser Camp existiert nicht mehr. Das Anglerheim ist größtenteils abgeschlagen. Die Reste bleiben stehen für die nächsten Angler, die kommen und vielleicht auch hier ein Anglerheim bauen wollen. Der Lagerplatz in Norwegen. Die Schotterpiste. Nicht sehr schön. Der andere Platz wäre schöner gewesen, wo wir zuerst waren. Aber
privat und mit einer Schranke versiegelt. Leider. Da gehen wir mal morgen zum Angeln hin. Ja. Jetzt essen wir hier erst noch mal was und ja, dann lassen wir hier den Abend ausklingen. Wird bald dunkel sein. Die starke Regenfront ist zum Glück an uns vorbeigezogen. Das hat man hier über dem Meer genau gesehen, wie hier die Bindfäden darunter gingen. Kann trotzdem noch mal was kommen dann. Ja. Auf geht's! Ich mach der erste Wurf jetzt. Ja. Jetzt geht's los. Oder soll ich warten? Nee, du kannst schon angeln. Direkt an der weiße Felse geworfen jetzt. Stehen die Haie. Da ist er, der weiße Felsen. Oder ist er das etwa der Hai? Hoho, ich habe Nachläufer. Feuerroter Fisch. Du schon so. Ja, der erste Fisch. Nummer zwei. Sehr gut. Mach den, oder? Ja. Ha! Makrell! Gibt's ja gar nicht, dass du alles hier fängst. Sag der nächste Makrele. Heute siehst du mich immer wieder plan hier. Kann man die auch mitnehmen? Ach. Hä? Geh doch eingesalzen. Kaputt. Ach, ich glaub das. Wie du willst. Eberl ist ein richtig großer Nachläufer. Richtige Brocken. Hat auch drauf gedotzt, zweimal drauf gebatscht. Ich habe ihn hier vorne gesehen, das Schatten, aber was war, keine Ahnung. Jetzt habe ich einen. Und der ist besser. Haha, da ist er doch. Lippfisch. Ja. Lustiger Kerl.
schön aus. Ne? Wunderschön. Zack. Vier eins. Ack, Fisch. Ich verkürze den Abstand. Kannst du das nochmal wiederholen? Was hast du gerade eben gesagt? Ach, haben wir da noch so einen Blinker da? Haben wir noch so einen dabei? Gibt es da noch einen? Ja, muss ich mal in meine Box gucken. Dann schau mal nach. Ich will doch auch nochmal grillen. Du brauchst den Abu Tobi. Ja. Den? Den da. Jetzt aber. Ha. Norwegische Schlehen. Sehr lecker. Strandkohl überall hier. Ja, also verhungern würden wir hier nicht. Hier gibt es Fisch. Strandkohl, den kann man kochen hier, den kann man essen. Ich probiere jetzt gleich mal. Mhm. Schön kohlmäßig. Geil. Schlehen, Strandkohl. Alles da. Fisch! Grele. Na, komm her. Yes. Fertig jetzt. Fertig geangelt? Ja. Geht der Urlaub jetzt leider zu Ende? Das sind die letzten Sekunden des Films. Würde ich sagen, uns hat sehr, sehr, sehr gut gefallen, ja. Wenn auch die Ausbeute an Fischanzahl sehr gering war, wobei du hast ja heute mal richtig nachgelegt. Heute habe ich nochmal Stückzahl gelegt. Richtig gefangen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann hat es auch uns gefallen. Also uns hat es ja sowieso gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist es uns eigentlich auch egal. Aber wenn sie bis hierhin durchgehalten haben, dann hat es euch gefallen. Also würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns wieder an unserem kleinen Gewässer. Also, bis dahin, Servus. Adebra, Franorge.